Ja, man hat einfach diesen Ekel nicht, ne? Also ich habe bei Rouladen und Gulasch immer Handschuhe angezogen, mit dem, wenn es dann blutig ist und mit den Nägeln. Jetzt macht es mit den Ich Füßen. mache das jetzt mit den. Ja, jetzt an den Füßen. Ditten. Ditten? Ditten. Ditten da? Ditte da haben wir gekauft? Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Grocery Haul. Ja? Wir fassen uns kurz. Ich habe noch zwei Zusatzprodukte dabei, die echt vielversprechend sind. Das eine haben wir schon benutzt. Und euch interessiert, was wir an neuen Sachen und Gerinnungen für uns geholt haben, auch die neu auf dem Markt sind. Da bleibt jetzt dran, weil ein Produkt ist definitiv dabei. Das sollte ich nicht verpassen. I love cheese. I love cheese. I love cheese. We love Cheese. Ja, wer liebt keinen Käse? Ganz ehrlich, wenn wir früher Auflauf gemacht haben, es wäre auch immer noch so, dann haben wir auf den Auflauf so eine ganze Packung genommen. Nein, nicht die 5 Kilo, aber die kleinen, ja, das sind 500 Gramm. Das reicht gerade so, jetzt mal im Ernst. Und darum dürft ihr gespannt sein. Also, wir gehen in dieses Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Das ist ja quasi zum Grill. Das ist das vegane Knoblauchbaguette von Regle sogar. Ist nicht ganz billig. Gibt es auch angeblich von einer anderen Firma. Und gibt es wieder mal nur in Dinkel. Das Thema hatten wir gestern. Jetzt hat Galeria bei uns unten ist ja quasi. Die führen ja immer noch Rewe-Produkte. Und die haben von Rewe to go ganz tolle Chicken Teriyaki Sandwiches. Aber Leute, wir sind Veganer. Wir sind keine Ökos. Wir tragen keine Leinsäcke und Jesusflitzer. Wir lieben Weißbrot. Ja? Hat nichts mit vegan zu tun. Wenn man immer nur Körner frisst, das kann vollkommen unabhängig voneinander sein. Nur mal zur Info. So, was wir hier haben, zeigen wir euch, das habe ich jetzt festgelegt, dann in dem nächsten oder übernächsten Video. Da! In die Augen gucken, sonst gibt es 7 Jahre schlechten Sex. Und jetzt möchte ich keinen Sex mehr, wenn ich das sehe. Tüte. Man reicht mir eine Papiertüte. Licht aus. Prost. Prost. Wir sagen jetzt noch nicht, was es ist. Auf jeden Fall gut gegen Erkältung. Ja. Und kräftig. Extrem kräftig. Ja, ja. Also ich fand den Wein, den wir von der Messe hatten, nicht so stark. Aber das mag auch daran liegen, dass es süß ist. Das Kinkaranta Itres, den würde ich jetzt nicht aus Kelchen trinken. Ah, siehst du, jetzt fällt mir ein, was ich wollte dir eigentlich noch, weil das immer so schwierig ist bei dir, wollte ich dir noch was zum Geburtstag bestellen. Weil ich was gefunden habe, was ich echt schön fand. Was denn? Ja, werde ich jetzt bestimmt verraten. Problem ist, es dauert ein bisschen, bis es ankommt. Aber der ja, Problem ist, der Mann hat ja immer keine Wünsche. Ich meine, bei uns Frauen ist es ein bisschen einfacher. Schenkt mir einen DM-Gutschein, ich bin glücklich, ja. Aber durch bestimmte Umstände kam es mir. Ich zeige euch ja nicht den ganzen Kaufland-Einkauf, wir werden es in Zukunft nur noch so machen. Wir zeigen euch die Sachen, die neu sind und die wichtig sind. Was aber neu ist, ja, fangen wir damit an. Reichen wir einen Esslöffel. Creamy Cheese Style, oh, Käsesoße. Kannst du nicht glauben. Und die schmeckt... geil. Nach Käse. Aber nach ja. Gutem Käse, nach Chester, würde ich sagen. Die haben sowieso tolle Soße. Die erste, die ich von denen hatte, war mal so eine Onion, also so eine Zwiebelsoße. War ein bisschen verwirrend, weil die Firma heißt Gouda's Glory. Da war aber gar kein Käse drin. Die riecht schon. Also das, also nur mal so als Tipp. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich werde es demnächst machen. Käse-Lauchsuppe. Lieb ich ja total. Ne? Mit also Hackfleisch und Lauch, wie der Name schon sagt. Ich mache aber zusätzlich Frühlingszwiebeln noch rein. Und ein paar ganz kleine Kartoffelwürfel. Und ich hatte nämlich überlegt, wie macht man das am besten, weil die machst du eigentlich mit Schmelzkäse. Dann kann man jede Art von Käse nehmen, eigentlich auch Krümelkäse, weil die alle nicht so wirklich Fäden ziehen. Außerdem Wilmersburger würde ich nicht nehmen, weil der wird sehr knusprig. Aber das ist natürlich die Antwort auf all meine Probleme, was Schmelzkäse betrifft.
Und du kannst dir diese Soße auch einfach aufs Brot machen. Ja, das schmeckt. Das stimmt. Aber auch wenn ich dafür natürlich eine ganze Flasche brauche. 650 Milliliter, ich weiß jetzt nicht, was die kostet hat. 2 Euro noch was, glaube ich. Was uns irritiert hat, nur mal kurz zur Info, ich muss das nämlich nachgucken. Wenn ihr hinten raufschaut, in diesem Produkt ist Milchsäure drin. Ich habe mir jetzt so gedacht, es steht ja hier auch groß und deutlich drauf, vegan. Was ist, Milchsäure ist, gilt das jetzt nicht, weil es ein Abfallprodukt ist. Ich habe das echt nicht gewusst. Das ist voll peinlich eigentlich. Milchsäure wird zu 90% immer aus Pflanzen gewonnen. Hat mich gewundert, weil ja man ja auch nicht mehr Pflanzenmilch sagen darf, sondern Pflanzendrink. Aber es stand auch extra dabei, also wenn irgendwo in einem, auch in einem normalen Produkt, was sonst von den Inhaltsstoffen her wirklich vegan ist, Milchsäure drin ist, könnt ihr zu 99% davon ausgehen, dass es vegan ist. Weil wenn das ganze Produkt vegan ist, wird auch das aus Pflanzen gewonnen. Milchsäure aus tierischen Dingen benutzt man wohl so gut wie nie, weil die zu teuer ist. Also können wir uns darauf verlassen. Die Industrie setzt ja immer auf billig. Nicht immer, aber... So, wichtigste jetzt vorneweg. Dann, ja, machen wir den Ball. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ich habe ja aus Versehen die schon gespoilert. Den hatten wir noch nicht. Ich hatte schon Sojajoghurt von Take It Veggie. Heidelbeere. Auch so eine absolute Frechheit, ja. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist jetzt nicht der Grund. Ich habe bloß vorhin gesehen, die gibt es halt immer nur in, also nur, aber in Schoko und in Haselnuss. Und ich habe gesehen vorhin, also ich wusste es, Milchrahmen hat jetzt auch einen veganen Pudding auf den Markt gebracht, der sieht genauso aus, sogar glaube ich die gleichen Sorten und auch die gleiche Menge. Der Pudding von Kaufland kostet, glaube ich, 99 Cent. Ja. Und der von Milchrahmen kostet 1,80 oder 1,60. Ja? Also nochmal zum Thema, vegan muss immer teuer sein. Nee, ihr müsst einfach gucken, was ihr kauft und von wem. Und solche Marken wie Milchrahmen, tut mir leid, die sind bei mir unten durch. Weil das ist eine Frechheit. Ja? Und diese vegane Salami gab es auch im Angebot für 99 Cent. Stimmt, von Rügenwalder. Aktuell im Angebot, richtig. Mhm. Also jegliche Wurst von denen war bei Kaufland jetzt für 99 Cent. Aus der Werbung. Ja, also lohnt sich noch. Die Woche hat gerade erst angefangen. Für mich auch neu, Alpro Banane. Der Vanilledrink von Alpro schmeckt im Übrigen super. Der schmeckt wirklich so, wie wenn ihr es kennt, diese Billig-Vanilledrinks aus den Glasflaschen, die es früher auch in den Schulen gab. Vanille, Erdbeer, Schoko und halt Milch. 4000 Mal besser und voller. Und dann habe ich mir gedacht, es wird wahrscheinlich ordentlich nach Banane schmecken. Und wenn er uns pur nicht schmeckt, dann können wir ihn immer noch für ein Dessert nehmen, für Smoothies nehmen. Also der sind ja keine Grenzen. Zum Anbraten von Fleisch. Du wirst lachen, man kann Banane wirklich tolle Rezepte zaubern, aber da muss man echt vorsichtig sein. Gestern beim Kochen war er auch ein bisschen skeptisch, ja, weil ich habe unsere, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann seht ihr das ja immer, unsere... Ja, was denn, ich bin doch ein Bild. Nee, was ihm raus, zur Hälfte, ja. Unsere Frühlingsrollen, ja, die wir immer anbraten mit dem Reispapier, Sommerrollen, danke, ja, Sommerrollen. Habe ich gestern mal ganz, also sonst habe ich es asiatisch gemacht, gestern habe ich es mal wirklich arabisch gemacht, mit Kurkuma, Safran, Paprika und Zimt. War es ein bisschen skeptisch, aber war gut. Mit Huhn, also hier mit diesem veganen Hühnerfilet von Dings, war echt geil. Hat super geschmeckt. Was haben wir jetzt gezeigt? Gut, jetzt können wir uns eigentlich austoben, machen wir erstmal da weiter. Ja, die Pflanzenmilch, die Pflanzensahne von Take It Veggie kostet 69 Cent eine Packung. Nehme ich immer gerne. Gibt es in 4 verschiedenen Sorten. Unter anderem auch halt in Kokos. Und die Kokosmilch von denen ist super. Kostet auch 69 Cent. Ja, Kokosmilch ist sonst schweineteuer. Und da sind 200 Milliliter drin. Also ich habe gestern sogar von dem Gericht, weil die Pfanne war ja voll, die wir gemacht haben, die Runde. Da ist sogar noch was übrig geblieben. Ja. Und die ist... Die sind allerdings relativ dick, die Kokosmilch ist relativ dünn. Dann machen wir jetzt mit. Ja, halt durcheinander. Machen wir jetzt mit Soßen weiter. Neu kannte ich nicht. Von Hellmanns. Vegan. Limone, Limette und Avocado. Die Kombi ist schon mal gut. Machen wir auf. Ich bin gespannt. Ansonsten auch einfach zum Kochen nehmen. Was ist das jetzt? zum Kochen nehmen. Für ein Salatdressing
zum Beispiel verdünnt mit pflanzlicher Milch oder mit Essig und Öl. Also keine Grenzen gesetzt, mal wieder. Es sind übrigens jetzt neue Let's Plays, ja? Auf dem Gaming-Kanal. Und nein, doch. Raufgehen und angucken, ja? Weil, ich bin gespannt. Jetzt bin ich mal dran. Das mit der anderen angefangen. Geht's zu? Danke. Ja, es geht. Na gut, ich meine, Avocado ist halt, Avocado mag halt nicht jeder. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine schlechte Kombi ist, sondern es steht halt nicht jeder auf Avocado. Ich mag Avocado auch nur begrenzt. Oh. Also riechen tut es mir wie Mayonnaise. Ja, geht auch so in die Richtung. Oh. Sehr sauer. Okay. Aber ein bisschen scharf. Ich finde, die Avocado gibt mir die Farbe. Also Avocado hat ja doch einen sehr cremigen, festen Geschmack und sehr rausstechend. Ja, also ich liebe Guacamole, mag halt nicht her. Also die könnt ihr wirklich, gib mal einen Tipp ab. Ja. Aufs Brot schmieren. Aufs Brot zum Grillen weiß ich jetzt nicht. Ja, bestimmt. Wie gesagt, einfach mit Pflanzenmilch verdünnen und ein Salatdressing draus machen. Ist bestimmt auch gut. Also die ist nicht schlecht. Man muss das halt, aber Avocado schmeckt ihr nicht raus. Also ein bisschen sauer, ein bisschen scharf. Mehr nicht. Aber wir haben noch mehr. Grillsoßen waren echt nicht so doll bei Kaufen, aber die sind ganz neu von Hellmanns. Haben wir doch noch eine. Gib mal die andere noch von Hellmanns. Hellmanns? Ja. Haben wir noch eine? Eine rote? Da. Da müssen wir bei der Marke bleiben. In erster Linie gibt es rote Soßen vegan. Ist einfach so. Ja, Hot Mexican brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Guckste. Vegan. Ja. Es ist halt eine rote Soße. Perfekt zu Nachos und Wraps. Die meisten roten Soßen, wenn ihr mal hinten lest, die meisten roten Soßen sind vegan. Da muss man mal aufgucken. Ich trinke erstmal ein. Ich habe heute noch 2 Stunden geschlafen, aber dafür sehe ich gut einigermaßen aus. Ein bisschen hier. Ich warte noch auf das große Geld, dann lasse ich mir endlich wieder die Augen unterspritzen. Da ist sowieso Rundumerneuerung, ey. Außer Brüste, was mag ich nicht? Denkt die. Ja, na, Gesicht unter Spritzung, was ich schon immer mal gemacht habe. Ist ja kein Geheimnis. Ein paar viel Backen tun sie. Die euch, die mich seit 3 Jahren kennen, wissen das. Ja, aber wie gesagt, also, keine Hardcore-Sachen. Also Brust-OP kommt jetzt für mich nie in Frage, ehrlich gesagt. Weil, also im Moment tut es nicht not. Ich kann den aber nicht so, im Gegensatz zu dir, nicht so ankippen und runtersetzen. So, der schmeckt doch gut. Der schmeckt, aber ist halt sehr stark. Finde ich jetzt nicht, aber gut. So, dann hatten wir sonst von... Vom Heinz. Was hatten wir sonst? Kühne. Die andere vegane Soße, die ich euch mal gezeigt habe, mit den Tieren drauf, also mit den Pflanzen drauf, ist Kühne. Das ist jetzt Heinz, auch ganz neu. Kein Heinz. Mache ich jetzt auch nicht auf, weil ist halt Knoblauch. Aioli. Knoblauch. Was glaubst du denn, was Aioli heißt? Knoblauch. Ist ausländisches Wort für Knoblauch. Ich glaube Italienisch. Ihr dürft mich jetzt gerne korrigieren. Alles weiß ich auch nicht. Aber Aioli ist, glaube ich, Italienisch. Ja, da hat immer noch die restlichen Soßen, dann kommen wir dazu. Ja, die kannst du mir aber geben, die stelle ich dir mit zu. So, K-Town. K-Town. Kennt doch jeder, oder? Ja. Haben Sie eine Grundschule besucht? Oh Gott, ich bin zu viel auf Arbeit. Ja, meine K-Town-Soßen. Nein, Kaufland hat, die gibt es aber schon länger, vegane Soßen, aber doch, die hatten auch Knoblauch, ne? Aber damit tun sich halt wirklich viele Firmen schwer, was ich verstehen kann. Rote Soßen vegan zu machen, ist halt wesentlich einfacher. Aber, die, also, wenn ich jetzt nicht gerade sage, ich will hier was Besonderes, ja, oder mal was Neues ausprobieren, ganz ehrlich, die Soßen von Kaufland tun es allemal. Ich kaufe halt Knoblauch, vielleicht findest du halt nicht immer und überall. Da haben wir es. Ach nee, die Bambu-Garden-Soße dann noch. Genau, ja, ich habe so als Mungbunkeimling gekauft. Heusinn-Soße, meine war alle, wo ich mich wundere, dass die sehr, sehr hell ist. Ich hoffe, ich habe damit aber jetzt. Ach nee, habe ich das gelesen vorhin? Ich hoffe, keine Scheiße gebaut. Nee, hatte ich gelesen. Keine Spuren von bla bla bla, ist okay. Ja. Bambu-Garden gibt es auch günstigere Firmen. Ich hatte es letztens im Glas, die war wesentlich dicker, schon eher wie Marmelade. Die hatte ich aber auch schon mal. Teriyaki-Soße wollte ich kaufen, aber ich hatte jetzt keinen Bock zu lesen. Muss ich drauf gucken. Dann kommen wir mal zu den, genau, zu den Dressings, was ich jetzt gekauft habe. Mit Dressing.
Wir haben sonst von, auch von Kühne das Himbeer Balsamico. Nee, Himbeer und, ist egal, nach nee, Essig und Öl. Ach, das ist kein Öl. Nee, das ist Granatapfel. Das ist nur Granatapfel-Balsamico-Dressing. Ist da Öl drin? Das sieht so dick aus. Also wir haben die sonst von Kühne zum Schütteln. Und da kaufe ich immer Himbeer, weil die einfach echt lecker sind. Das sind davon haben wir auch mal 3 Flaschen im Schrank. Es ist so geil. Ich nehme schon, außer was ich jetzt getoppt habe, war wirklich das vegane. Ist Öl drin. Okay, dann ist es, dann ist eigentlich das gleiche, nur mit Granatapfel. Das ist vegan. ja, außer halt von Beda, das Dressing Sylter Art. Das ist halt mein Cremedressing. Das kenne ich von früher. Das habe ich früher genommen, als ich zu fett war. Hat aber auch nicht geholfen. Ja, Kräuterwürzig-Dressing ohne Öl. Super geil. Es gibt es schon so lange auf dem Markt. Und das, ganz ehrlich, du kennst es wahrscheinlich noch nicht. Das ist nicht umsonst so lange auf dem Markt. Das ist einfach nur geil. Wirklich. Da habe ich mich durchgelesen. Da ist nichts drin. Ist allerdings auch glutenfrei, laktosefrei, klar, und ohne Farbstoffe. Schmeckt super gut. Ist wirklich eine gute Alternative. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt eigentlich aber gerne mal so, wie gesagt, so Dressing Sylter Art oder so, was ich im Moment echt nur vom Better kenne, ich kenne keine anderen hellen Salatdressings, kauft dann oder sonst auch keine, könnt ihr hier immer einen Schuss, zum Beispiel, wenn ihr wollt, einfach einen Schuss Pflanzencreme mit reinmachen. Bisschen Milch. Und das anrühren, dann habt ihr ein cremiges Dressing. Ist also, oder ganz verwegen mit Knoblauchsoße mischen. Dann habt ihr ein Cremedressing, was richtig geil ist. Ich glaube, das würde auch gut passen. Also ihr habt zig Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ich bin da wirklich relativ fit in der Küche. Das ist neu. Ich kenne auch nicht mal die Firma. Ditten. Ditten? Ditten. Ditten da? Ditten da haben wir gekauft. Warte, hatte Blüte da. Das ist ein reines Himbeerdressing mit echten Himbeeren drin. Von Ditten. Von Ditten und ist vegan. Von Ditten. Ganz ehrlich, eigentlich unnatürlich hoch teuer, auch für die Menge. Kostet 2 Euro noch was, 2,69 Euro oder so. Ja, aber es ist von Ditten. Es ist aber von Ditten, ja. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Die Idee war eigentlich, dass ich das mit den Himbeerkernen so geil finde und das wahrscheinlich dann einfach mit dem oder mit unserem anderen Dressing mische. Das war jetzt ein bisschen Namen, streckt. Ich finde den Namen cool. Ditten. Ditten ist bestimmt eine Holländische. Nee, nicht eine Holländische. Von 1925 gibt es schon länger. Belgien. Nicht Holland. Belgien. Egal. Ditten. Ditten. Made in. Ach ja, ich habe vielleicht gedacht, made in Germany. Aber die Streifen sind sehr falsch. Peinlich. Wollen wir mal raufgucken. Made in Belgien, ja. Shake before use. Auch für Fleisch und Desserts. Ach, siehst du, das ist allgemein. Verwendbar. Salate, Fleisch und Dessert. Dessert stimmt über Eis. Wir haben noch unser veganes Vanilleeis. Das, und warm machen. Jetzt ein Tipp. Warm machen über Vanilleeis. Der Hammer. Ihr könnt auch einfach Himbeeren nehmen und die warm machen. Schluck Saft dran, kann auch Apfelsaft sein, ist egal. Oder Ditten. Aber nur für Ditten. Dann habe ich... Bevor ich es vergesse... liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ja. Dann wollte ich Rotweinessig kaufen. Da ich mich ja immer als absolut Küchenluder darstelle. Okay. Muss ich jetzt aber auch mal zugeben, dass ich vorhin vor dem Regal stand. Ich habe Rotweinessig gesehen von der anderen Firma, der mir zu teuer war mit 5 Euro, ganz ehrlich. Und dann gab es Kaufland Bio, weil auch die Bioprodukte von Kaufland relativ günstig. Da steht aber Balsamico drauf. Balsamico-Essig. Balsamico-Essig. Rotweinessig. War auf der Rotweinessigflasche waren auch Weintrauben. Braucht bitte jemand, der mich aufklärt, sonst muss ich es googeln. Ich habe keinen Bock zu googeln. Ja, ist egal, aber es ist roter Essig. Könnt ihr auch für alles nehmen. Ich war nicht vorhin extra gesagt. Ich würde es nicht. Also, man kann das zum Beispiel auch für Gurkensalat nehmen. Würde ich nicht machen, weil der Gurkensalat sieht dann durch die rote Färbung richtig, richtig scheiße aus, als wenn er schon 5 Tage steht und angefangen hat, hier so, weißt du, wie im Klo so Zeug anzusitzen. Und was ich bis dato gar nicht kannte und letztens wirklich nie hatte und zum Glück noch ein Glas Gurken im Kühlschrank hatte, weil wir ja Rouladen gemacht hatten. Das Rezept bekommt ihr noch. Und dass man an Fleischgericht, das war mir gar nicht so bewusst, wie Rouladen und auch Gulasch, soll man immer einen Schuss Gurkenwasser ranmachen. Das hat man ja nun meistens nicht immer. Wenn man keine Cornichons zu Hause hat, hat man auch kein Gurkenwasser. Und dann kam Kühne. Und hat uns gerettet.
Gurkenaufguss. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Für 3,5 Kilo Gurken. Ja gut, kannst du Gurken mit einlegen. Das ist quasi das, wo ihr die sonst einlegt. Senfkörner habe ich zum Beispiel immer da. Das ist aber ein Konzentrat. Ja, muss mal kosten, wie stark das ist. Und dann verdünstet halt mit Wasser, ein bisschen Zucker, ist ja egal. Es geht ja um diesen... Mit Bananenmilch. Es geht um diesen Geschmack. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Warum die Süßungsmittel? Lass die doch weg. Und da einfach nur Zucker. Da ist schon Zucker drin. Dann wahrscheinlich nur mit Wasser. Ja, aber total geil. Das ist oft wirklich die Lösung. Auch für normal, für Gurkensalat ist egal. Könnt ihr auch für alle nehmen. Like Gyros. Schmeckt wie Gyros? Schmeckt auch kalt. Vorgewürzt. Könnt ihr kalt essen. Einfach in die Pfanne wieder raus aufs Brot. Oder wenn es mal ganz schnell gehen muss, einfach in Salat. Ohne Braten. Also, oder so. Ja, so. Zeige ich immer wieder gerne, weil geil. Also ganz ehrlich, hier war noch nicht ein Produkt bei, was uns nicht geschmeckt hat. Nicht ein einziges. Und jetzt haben wir, ach, die hatten sie aber nicht, die Chibachichi von Kaufland, siehst du. Mhm. Ja, die sind auch bei Kaufland sehr gut vertreten. Es gibt von denen jetzt auch übrigens Buletten, die ich noch nicht gefunden habe. Und auch Hackfleisch. Auch jetzt, Klassiker. Oh, Vorsicht, die fallen zusammen. Stuck die nicht so, ey. Die waren vorher schon so. Ja. Es ist das Problem bei veganen Bratwürsten. So. Ah, wisst ihr, ne? Erkennt ihr euch noch beim Video? Ich bin glatt. Hier, yeah, like Brotwurst. Like Brotwurst, ja, auch geil. Schmeckt. Ja. Super. Die Nürnberger auch. Auf den Grill. So, erstmal so viel. Genau. Also, wir hatten hiervon noch nicht ein Produkt. Mit den Buletten hatte ich mich ja geirrt letztens. Was von denen nicht schmeckt. Sie schmecken alle gut und sie haben eine. Wie will man das einsortieren? Für mich haben sie eine normale Preisklasse von gutem Fleisch. Rügenwalder ist teurer. Ein Pendant dazu, wo wir auch schon ganz viel von hatten. Und ich glaube, wie bei Vivera. Vera ist ein bisschen, weiß ich nicht vom Preis, ich glaube, die nehmen sie nicht viel. Aber Vivera war auch bis jetzt alles geil. Außer das, ja gut, das Steak ist halt ein Hacksteak. Ist aber nicht schlimm. Also Fischstäbchen, Bombe. Und das Pendant dazu ist das hier. Take it Veggie. Habe ich jetzt mal wieder gekauft, um mich nochmal ranzutasten, aber ich glaube auch davon, die haben leider nicht immer alles davon, auch davon gab es noch kein Produkt, was nicht geschmeckt hat. Das ist wirklich, das kommt hier sehr nah dran. Oder an Vivera. Sag mal nicht an Like Meat. Like Meat ist wirklich schon top. Aber es kommt sehr nah dran an die Vivera-Produkte. Und es ist preislich 1 Euro günstiger. Im Durchschnitt. Für, also ganz ehrlich, ich sag's euch mal ganz ehrlich jetzt, ich gucke nie auf diese Grammzahl. Ob da jetzt 200 steht, 190 oder 220, interessiert mich nicht. Es sind, wenn wir 2 Packungen kaufen, 4 Schnitzel. Ja, wir werden es bei 20 Gramm weniger, nicht weniger satt. Doch. Ja? Nein, ich gucke wirklich auf die Menge und auf den Preis. Und, ja. Nuggets hatten wir von denen auch schon, die waren gut. So. So. Gut, jetzt kommt noch das, was ich jetzt mit dazu nehme. Weil ich es euch versprochen hatte, ich kriege noch einen Fantastic Foods Einkauf, den kann ich euch nochmal präsentieren. Was wir endlich haben, und darum wird auch das Rezept für die Rouladen kommen, ist Seitanfix. Es gibt viele Gerüchte und Mythen darum, würden ihn anständig zubereitet. Ich glaube, wir hatten dafür, dass wir es das erste Mal gemacht haben, einen sehr guten Erfolg. Die meisten Menschen mischen es mit Flüssigkeiten, was wir nicht tun. Wir tun das nicht. Und wenn das Rouladenrezept kommt, verlinke ich euch auch anschließend aber den Kanal, wo ich das her habe, dass man das lieber mit Pasten macht. Ist aber gut. Schmeckt, wenn der Finger schickt, wie Mehl. Ich finde es halt blöd, Weizenmehl zu kaufen und das dann 3 Stunden auszuwaschen. Das hat schon jemand für mich gewaschen. Es braucht trotzdem ein bisschen. Du musst es lange kneten, du musst es dann, im Idealfall muss man nicht, aber sag mal, eine halbe Stunde gehen lassen. Ausrollen ist super anstrengend, bei Rouladen zumindest. Spoiler-Alarm, weil so kommt ja noch ein Video. Ja. Der Teig ist zäh. Also rollst den aus und... Ja, er schluckt immer wieder zusammen. Bei Rouladen halt. Nachdem man sie gewickelt hat, waren sie gut. Und die waren auch riesengroß und sie sind auch nicht wie echte Rouladen auf ein Drittel ihrer Größe geschrumpft. Nee. Haben auch geschmeckt wie echte Rouladen, ganz ehrlich. Nee, besser. Das weiß ich jetzt nicht. Doch, es war besser. Ich mag ja Rinderrouladen. Bei solchen Sachen dann immer... nicht mehr so das Problem, da könnte Knorpel drin sein oder so. Das hast du bei Rouladenfleisch nie. Nee, aber es... Bei Schweinebauch aber und so, es ja. Aber es könnte ja irgendwie eine Faser zwischen die Zähne hängen oder sowas. Das hast du ja gut, okay. Beispiel, ja. Was haben wir noch?
Ja, die, ich glaube, die hatten wir noch nie und ich weiß nicht, ob die neu sind. Aber Kaufland hat jetzt Dinkelnudeln. Wir haben jetzt Dinkelspaghetti genommen, weil es gab keine Nudeln ohne Ei. Also keine, die 5 Euro gekostet haben. Und Kaufland, die ganzen Kaufland-Nudeln waren alle mit Ei. War mir ja nicht bewusst. War auch nicht immer so. Ich habe auch Kaufland-Nudeln. Oh mein Gott. Was denn jetzt? Ach nee, kann Spuren, okay. Nein, steht doch 100% Dinkel. Kann Spuren. Ja, ja, kann darum. Mehr kann nicht drin sein. Es ist nur aus Dinkel. Von Ei, Senf, naja. Soja und Lupinen. Da haben wir uns ja mit Hybriden. Lupine. Ach so. Ach, Lupine. Ja. Ach so, kann auch allergisch drauf sein auf Lupine, anscheinend. Weil Lupine ist ja hier unser Luffjoghurt. Ja, die denkt an den anderen Pudding. Das ist Soja, das ist bekannt. Aber Lupine war mir jetzt unbekannt. So, jetzt haben wir vom Kaufland noch 2 Sachen. Nee, da liegt noch was. Ja. Die für mich, also ganz toll, die habe ich jetzt aus dem Kühlschrank genommen. Ich ja, sagen, die habe ich letztes Mal schon gekauft. Die steht im Kühlregal, glaube ich. Ich habe die jetzt das nicht gefunden. Palmin Soft, ganz geil. Weil auch Soft im Kühlschrank. Und das Ganze nochmal einfach als Block. Ganz ehrlich, seitdem wir vegan essen, haben wir irgendwie festgestellt, dass nichts so geil ist wie mit Palmin. Also ich nehme auch gerne Limettenöl zum Anbraten oder so. Aber trotzdem Palminschuss, Limettenöl rein, Chiliöl, egal. Und dann schön gewinnen. Oder nur Palmin. Ich nehme eigentlich nur Palmin, weil es spritzt nicht. Ja, also es denn, ihr macht was rein, wo Wasser dran ist. Aber es spritzt nicht. Und da vegane Lebensmittel hätten, das stimmt eigentlich nicht. Fleisch enthält auch, unendlich viel Wasser. Das merkst du immer dann, wenn du es anbrätst. Aber es spritzt nicht. Nee, das spritzt nicht. Ist auch so das klassische Öl für zum Frittieren. Zum Beispiel. Ja? Nimmt eine hohe Pfanne, einen hohen Topf, haut das rein, dann könnt ihr in jedem Topf frittieren. Ohne Probleme. Gut. Dann, ach, das passt ja. Das habe ich nämlich letztens gekauft und ich wollte einfach mal wissen, wo der Unterschied ist. Von Wärmeschützen. Ja, wird flüssig, ne? Denkt dran. Kokosfett. Was? Das habe ich noch nie gelesen. Also? Luft? Luft. Zutaten sind Luft. Luft. Okay, ja, von DM. Ganz klassisches Bio-Kokosöl. Musst aber gucken, dass es nicht aus der Beauty-Abteilung nehmen, der, sondern aus der Lebensmittelabteilung. Ich weiß nicht, ob es jetzt einen Unterschied macht zu dem, das werden wir feststellen. Auf jeden Fall kannst du damit, ist das super, wenn ihr Hackfleisch kneten wollt. Ja, und immer kalt stellen. Dann eher ein bisschen rausschaben, weil das macht diese kleinen Fettbrötchen im Fleisch. Weil, also wie das ist, weiß ich nicht. Hier steht ja extra kühlen. Wird wahrscheinlich das gleiche Problem werden dann. Kokosfett schmilzt schon bei 25 Grad. Das heißt, wenn ihr das im Sommer, wie ich damals, im Bad zu stehen habt, hier zum Abschminken, und ihr nehmt es ruckartig raus und öffnet es, habt ihr, wie ich, das ganze Öl überall. Ja, also eigentlich schon bei 23 Grad. Gerne vorsichtig damit. Am besten im Kühlschrank. Oh. Gut, ja, ich trinke jetzt noch eine Schluck. Haben wir alles von der Seite? Nee, das. Ach ja, es kam DM dazwischen. Ist egal, wir machen weiter mit Kaufland. Räuchertofu, wie gesagt, das Rezept für die Rouladen bekommt ihr. Das wäre dafür Räuchertofu in Zukunft, hat einen Grund. Mhm. Wir haben normalen Tofu genommen. Ja, haben wir. Und Räuchertofu hat die Angewohnheit, auch der günstige von Kaufland, er schmeckt original wie Speck. Also wenn ihr mal keinen veganen Speck kriegt, könnt ihr das nehmen, es schmeckt wie Speck. Darum nehmen wir das auch gern für Rührei. Und das wird eben mit in die Rouladen gemixt. Das macht nämlich auch zu diesem Fleischgeschmack. Nur Räuchertofu. Ja. Immer im Haus haben. Du wolltest was trinken. Und Räuchertofu könnt ihr halt auch immer benutzen, wenn ihr ihn würzen wollt. Wenn ihr nur normalen, labbigen Tofu habt, könnt ihr damit nicht alles machen. Den man im Übrigen einfrieren soll, normalen Tofu. Ich weiß, der wird dann weicher, so ähnlich wie Seidentofu. Aber der kriegt so Luft. Polster drin beim Einfrieren, also wenn man ihn dann auftaut. Und der hat eine wesentlich bessere und geilere Konsistenz. Was in diesem Glas ist, werdet ihr noch erfahren. Die Rouladen kommen auch noch. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregung nett formuliert, gehen wir auch gerne darauf ein. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und denkt immer dran, mir in den Kommentaren ruhig Themen vorzuschlagen, die wir bearbeiten können. Weil dann ist es auch für den Mann leichter, weil ich habe oft im Kopf, was ich machen will, dann ist es auch für ihn leichter, das nachzuvollziehen. Also macht's gut. Ciao. Bye. Ja, man hat einfach diesen Ekel nicht, ne? Also ich habe bei Rouladen und Gulasch immer Handschuhe angezogen, mit dem, wenn es dann blutig ist und mit den Nähe. Jetzt macht es mit den Füßen. Mach das jetzt mit den
Ja, ist an den Füßen. Auf dem Boden da hinten. Die. Nein, es gibt auch andere Methoden, wenn man zum Beispiel Hühnerfrikassee machen möchte, auch das kriegt ihr noch gezeigt, dann macht man das nicht wie wir, dann rollt man es ja nicht aus, sondern flechtet man den Teig, ja, kocht ihn und zerrupft ihn dann. Oder dann gleich hier Hühnerfilet. Ich habe übrigens das Hühnerfilet von Vivera jetzt noch mitbestellt. Das wollen wir einen Vergleich haben. Ich weiß gar nicht. Ich weiß erst seit heute Morgen, dass ihr was bestellt habt. Keine Ahnung. Na, ich hatte doch gesagt, ich bestelle, dann brauchen wir nicht so viel kaufen. Also wir haben immer dann Hirtenkäse bestellt. Alle diese Sachen, wo ich immer nicht hundertprozentig weiß, ob ich sie überall kriege. Letztlich ist es das Gleiche. Und also wie gesagt, klar, wenn ich sowas bestelle, das hält, wir haben 3 Tüten bestellt davon, zusammen mit den Sojaschnetzeln. Zeigen wir euch auch nochmal. Sojafilets, total geil. Das hat man ja ewig. Es wird erstens nicht schlecht, genau wie das getrocknete Zeug. Und das macht man auch nicht jeden Tag. Ich meine, jeden Tag Rouladen, Gulasch und keine Ahnung, was macht man damit noch außer Rouladen? Schnitzel. Schnitzel kann man damit machen, stimmt. Aber, wobei, da kann man auch mal probieren. Kann man eigentlich mal ausprobieren, stimmt. So, das war das eine. Weil denkt dran, das Zeug ist ja noch bis 25 haltbar. Das schaffen wir nicht. Vorher sind wir tot. Und vegane Hunger gestorben. So, ich fange schon an zu reden wie Richie. Vegan im Hunger gestorben. Vielleicht ganz so gut kann ich es nicht, aber ich muss mal raufgehen. German Horror Guy. Das ist total cool, der Typ. Ich lache mich bei jedem Video halb tot, ganz ehrlich. Die wichtigsten Punkte habe ich unter vielen Videos von ihm unten in meinem Kommentaren als Timestamps drin. Müsst ihr gucken. Entweder ist es unser GL Gaming for Life Zeichen, das graue, oder das veganen Zeichen. Ach, so ein Mensch bist du mittlerweile. Das ist, je nachdem, mit welchem Kanal ich gerade online bin. Ich switch. Ich versuche mit dem Gaming-Kanal natürlich auf Gaming-Kanäle zu gehen, aber Richie ist es mir egal, weil der kennt uns. Und darum geht es mir nur ums Kommentieren für ihn. So, und dann jetzt, heute ist Mittwoch. Immer noch, ja. Ich sag's es vorher, ohne, bevor ihr mich verdammt und verflucht. Ich war letzte Woche, gut vor einer Woche, bei Lidl. So, und da habe ich durch Zufall das entdeckt. Die Green Force Produkte. Es waren 3 ausgewählte Produkte, die in Zusammenarbeit mit Lidl gerade angeboten werden. Ich weiß nicht, ob das ein Testlauf ist, ob sie es generell aufnehmen, was für Lidl natürlich echt ein High-End-Produkt wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Oder ob es eine Aktion war. Also wenn ihr gucken, also es war, wo ich da war, waren noch ein paar da. Wenn ihr wissen wollt, ob es das noch gibt, dann will ich jetzt zu Lidl gehen. Brecht das Video ab und geht los. Weil kann natürlich auch sein, dass die Aktion vorbei ist schon. Guckt ansonsten im Internet, ob ihr darüber was findet. Aktion Lidl und Green Force. Brecht das Video ab und geht los? Lass das Video weiterlaufen. Es geht doch nur 5 Minuten jetzt. Ich schlag's mal in der Birne. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Doch, bei dir merkt man. Ja, scheiße, ne? Bei dir nicht. Das liegt aber auch zusammen. Die Kombi mit Pillen, Alkohol macht das nicht, ist nicht gut. Nur unter Aufsicht. Habe ich 2 Tüten von gekauft. Das ist, das sehe ich jetzt erst. Eine Tüte ist für 6 Frikadellen. Gut, kommen wir an, welche Größe. Ich finde die Produkte relativ teuer. Also sie sind teurer. Die Größe davon? Genau. Sie sind teurer als jedes andere, behaupte ich jetzt, als jedes andere Ersatzprodukt, was wir hier zu stehen haben. Der Witz bei der Sache ist, das muss man halt bedenken, es ist halt nicht leicht, ein Produkt mit so viel Geschmack in Pulverform zu entwickeln. Weil meistens ist es Soja-Granulat, Erbsen-Granulat, das hat halt keinen großen Geschmack. Die sollen wirklich Marktführer sein. Ich weiß nicht, ob generell bei veganem Fleischersatz oder bei den Pulversachen, da ist es definitiv so. Das zeigen wir euch, wie viele Buletten dann in welcher Größe rausgekommen sind. Und was ich cool finde, was ich glaube ich, bei DM irgendwie verpennt habe, dass das da drauf steht, keine Ahnung. Hier steht nämlich extra auf Zubereitung, ja, also 150 Gramm für 6 Buletten. Einfach mit 72 Milliliter extra sehr kaltem Wasser anmischen. Kann ich euch erst sagen, warum? Das gleiche, warum man Stärke mit kaltem Wasser anmischt, weil es bei Wärme nämlich anfängt zu binden. Und dann klumpt es. So, ich kann nicht mehr lesen. So, 3 Esslöffel pflanzliches Speiseöl. Gut, da könnt ihr jetzt nehmen, was ihr wollt. Also wirklich Öl nehmen, in dem Fall hier kein Kokosfett, weil es ist zu fest. Wir haben Sojaöl da. Das ist nicht schlecht, also vom Geschmack her, aber es spritzt extrem. So, vermengen nach Bedarf gehackte Zwiebeln, Kräuter und Gewürze hinzufügen. So, und jetzt als Tipp für euch, weil ich habe es früher auch nicht gewusst, er hat es auch noch nicht gewusst. Salz ist in der Regel bei solchen Angaben kein Gewürz. Ja, es gibt Gewürze, es gibt Kräuter und es gibt Salz. Ja,
Weil, dann hören wir wieder. Haben Sie eine Grundschule besucht? Weil, ich war in der Grundschule. Stimmt. Statt 20 Minuten habe ich die rausgeschmissen. Weil hier nämlich draufsteht, also erstmal ist Vanillemehl mit drin und das ist aus Weizenmehl und Salz. Und dann ist hier drin Aromen, Speisesalz und Kräuter und rote Beete. Also Salz ist kein Gewürz, sonst wäre es hier aufgeführt mit bitte salzen, weil Fleisch salzt man immer. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, sie sollen absoluter Marktführer sein. So, reicher Protein und Ballaststoffen, ja klar. Ist ja aus Getreide gemacht. So, ohne Zutaten von, ist zumindest hier so, ich weiß nicht, bei jedem Produkt ist, aber eigentlich schon. Ohne Soja, künstliche Farbstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Süßstoffe, das finde ich gut, und ohne Laktose. Und das muss man natürlich besehen. Also das herzustellen ist bestimmt nicht so einfach, da richtig Geschmack reinzukriegen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ihr habt natürlich ein Produkt, und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist jetzt bis 25.07.23 haltbar. Ich meine, wann hältst du dir mal so lange Fleisch? Also im Kühlschrank sowieso nicht und auch im Gefrierschrank wird es irgendwann kritisch. Hm. Weil es wird immer trockener, auch die veganen Sachen. Darum, wir probieren es. Wir werden es sehen.